Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Monopoly. Und diese neue Runde haben wir auch mal wieder in einer fantastischen Verfassung. Oder besser gesagt, wir sind fantastisch gut drauf. Unter anderem heute mit dabei ist die Blume. Hi. Dann unter anderem dabei ist der alteingesessene, immer mitspielende Flobold. Das kann nicht richtig sein, aber guten Tag. Ja, dann haben wir natürlich unseren Flui. Der anscheinend nicht immer mitspielt, aber schön, dass ihr da seid. Und Lord Jayus, der auch wieder dabei ist. Anmut des Todes. Ja, aber sowas von. Also, heute spielen wir Monopoly. Ein interessantes Spiel eigentlich. Dieses Mal tatsächlich ohne Ton. Das ist relativ einfach, weil in den letzten Spielen, wenn ich mit Ton gespielt habe, er mir hier alle meine Videos immer gesagt hat, ja, nee, Content und darfst du nicht. Weißt du? Hast du wenigstens Copyright finde ich cool. Free Copyright Music im Background? Nein, es ist tatsächlich alles Stille. Ihr müsst heute ein bisschen Gas geben. Also, tatsächlich ist das so, wir haben schon in der Monopoly-Runde mal Monopoly City gespielt. Wir haben mal Stadt der Denkmäler gespielt. Und weil das mal so war und weil das mal so interessant ist, spielen wir heute das Käsebrett. Soll ich denn für die Soundeffekte? Wenn du die Soundeffekte machen willst, bitte! Okay. Gut, also wir haben hier verschiedene Regelnwerke. Genau, wir haben unter anderem offizielle Monopoly-Regeln, wir haben Tempo-Würfel, wir haben kurzes Spiel, wir haben Bullenmarkt, Jackpot, Tempo-Deal. Ich dachte, jetzt kommt Damm. Gut. Und neue Regeln. Und wir benutzen natürlich neue Regeln. Tutorial brauchen wir nicht. Und die anderen Sachen haben wir auch alle eigentlich klar, gell? Gut, ich merke schon nicht. Gut. Nein, also ist alles okay. Let's go. Spiele richtig. Also, es ist so, dass die Regeln... Spiele richtig. Genau. Die Regeln sind im Endeffekt so, wir starten alle mit ein und demselben, also ihr besser gesagt, ein und demselben Startkapital, ne? Ja? Gut. Ja. Startgrundstücke gibt es keine. Ihr habt also kein einziges Grundstück am Anfang. Es gibt einen Timer theoretisch, den nutzen wir aber überhaupt nicht, ne? Weil ist so, Auktion ist nicht. Dann, Nee, Auktion ist nicht. Nee, weil das ist ein bisschen schwierig. Ich kann nicht gleichzeitig alle, weißt du, drücken, nicht drücken und dann verwechsel ich ein. Das wäre ein bisschen blöd. Aber wie soll ich meine Immobilien gut verkaufen? Dann Bebauungsregel ist natürlich eine klassische freie Bebauung. Das bedeutet, die freie Bebauung erlaubt es, euch unregelmäßig auf einer vollständigen Farbgruppe zu bauen. Ne? Das heißt, also ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr eine komplette Straße habt, ne? Auf einem alles raufbauen und auf den anderen beiden nichts. Warte. Also, es sind ja immer unterschiedliche Farben, ja, die zusammenhängen. Ja. Weißt du also, was weiß ich, ich habe jetzt die Straßen für blau alle, ja, dann darf ich erst bauen. Oder wenn du beide blauen hast, dann darfst du bauen. Ja, und du kannst auch nur auf einem der beiden bauen, wenn du Lust hast. Wenn du sagst so von wegen, ja, da kommen die Leute alle drauf, da baue ich dann ein Haus, zwei Häuser, drei, vier, Hotel. Aber auf dem anderen kommt keiner rauf, also lasse ich es bleiben. Und wie viele Hotels davon maximal auf ein Feld stellen? Eins. Oh. Mhm. Schade. Okay. So, Häuser, die das verfügbar sind. Das ist sonst nicht leicht, der kennt mich. Ja. Häuser, die 88 Häuser sind dabei, 20 Hotels sind dabei. Häuser pro Hotel kann man theoretisch runterstellen, machen wir nicht. So. Dann, was auch wichtig ist, Grundstücke bei Bankrott gehen zurück an die Bank. Das heißt, wenn ein Spieler bankrott geht, heißt das, nicht derjenige, der sozusagen ausgezahlt hätte werden müssen, kriegt die Grundstücke, sondern das Spiel kriegt die wieder zurück. Also ehrlich, du musst mich hassen. Kann das sein? Ich frag für einen Freund. Ja. So, Verkauf von Häusern oder irgendwelche anderen Zinsen sind draußen. Alter. Das sind keine Immon-Regeln, das sind die Anti-Flobold-Regeln. Ja, im Leben läuft es manchmal nicht. Dann aber, wir wollen ja auch eine Chance haben. Ja.
Aber kann man allgemein seine Grundstücke an wen anders verkaufen oder ja, nicht? Das ist doch das, warum ja. wir sagen handeln. Handeln darfst du. Juhu! Ja. Robert, nein. Nein. Ja, nein. So, die Felder mit 200 über Los, doppeltes Gehalt auf Los, ja, und die Standardsachen sind alle dabei. Frei parken heißt also, wenn irgendwelche Sachen auf zum Beispiel Steuern oder sonst was du eigentlich zahlen musst, zahlst du sie sozusagen in die Mitte. Und wer auf frei parken landet, kriegt das Geld aus der Mitte. Also irgendwie ist das korrupt. Ja. Apropos korrupt. Auch in Deutschland. Ja, maximale Runden im Gefängnis 4, nicht 3. 4? 4. Ja, Gefängniskaution bleibt bei 50 und Mieteinnahmen kriegst du trotzdem, dass du im Gefängnis bist. Na? Das ist ja schön, dass mein Business noch läuft, aber wenn ich einmal ins Gefängnis komme, komme ich da nicht mehr raus. Das Rest des Spiels. Tja. So, aber und das ist doch gut, du machst ein passives Einkommen, ohne dass du selber Geld verlieren kannst. Ja. Das ist nicht das Gleiche wie das Risiko, auf eine Mine zu treten. Ja, ja. Und das nennen wir jetzt einfach mal für die Zukunft. Immer. Die Anti-Flugbold-Regeln. Die Anti-Flugbold-Regeln. Mensch, das ist ein hartes Business, aber ich werde es schaffen. Gut, fantastisch. So, sonst alles klar, spielermäßig. Tutorial brauchen wir nicht, ihr wisst ja, wie das Spiel geht. So, Spieler 1, die Blume darf jetzt als erstes logischerweise entscheiden mit dem Charakter. Wir haben den Schuh, das Auto, den Hund, Zylinder, Schlachtschiff, Schubkarre und das war's. Okay, dann würde ich sagen, ich nehme den klassischen Zylinder. Keine Blume dabei. Gut. Ja, leider. Das ist noch am nächsten dran. So. Nummer 2, Flobold. Kann man Blumen rauszaubern, ne? Nochmal bitte? Flobold. Kann man Blumen rauszaubern, ne? Ja. Achso, ja. Ich wusste nicht, von wem du wolltest, aber gut. Passt. Flobold, du musst sagen, welche Figur du willst. Ach ja. Ich hab das falsch aufgeschrieben. Ich dachte, ja. Ach, gib mir mal Mor Capitan. Ich brauche mein Schlachtschiff. Das wollte ich. Ich auch. Dann bin ich der Hund. Ach, Mensch. Das ist ein spannender Hund. Das ist aber ein spannender Hund. Ich kann das Gesicht nicht so ganz identifizieren. So, und bei dir bleibt noch Schuh, Auto oder Karre? Dann rase ich in den Ruin mit dem Auto. Ich dachte, du sagst die Karre. Schade. Hätte ich fast. Schubkarre und Schuh haben schon so häufig gewonnen. Tja, und damit geht's jetzt los. Tatsächlich, für diejenigen, die das im Video nachgucken, nach jeder vierten Runde gibt's einen neuen Teil. Ja. Ja. Denkst du, dass wir das überhaupt bis zum Ende spielen können? Ja, wir spielen das bis zum Ende. Okay, und ich lege mir kurz einen Katheter. Wenn wir überziehen, überziehen wir. Okay. Ich hätte ja auch ein bisschen schneller sein können, weißt du, es ist wie es ist. Aha. Und darunter müssen wir jetzt bleiben. Ich verstehe. Oh mein Gott, ich bin ein Girl. Genug und lasst uns das einzige Girl spielt ein Typ. Ja, so, also, es geht los, ja. Also, klar mit den Würfeln. Genau. Würfeln ist ja bei mir immer. Ich würfel immer. Elf. Ja, aber ich weiß, gut ist. Ah, ja, gut. Zehn. Wow, eine 4. So, und das ist die Reihenfolge. Ich bin nicht der Letzte. Ich werde immer direkt in der ersten, erste Runde hat noch nicht mal begonnen und immer wuppt mich, Alter. Ja, was erwartest du? So. Du missverstehst, dass die erste Runde begann vor Jahren, als ihr das erste Mal zusammen was aufgenommen habt. Seitdem hat immer den Hass auf Louis. Ja, aber sowas von. So, Zylinder fängt an. Jetzt ist natürlich immer die Sache. Die Frage ist immer, würfeln oder handeln? Wenn du sagst würfeln, geht's los mit würfeln. Wenn du sagst handeln, handeln. Ja, ich habe aber noch nicht viel zu verhandeln, ne? Also. Deswegen. Von daher würde ich sagen, würfeln. Du kannst mir dein Startkapital geben. Nein, so weit aus. Ja. Was? Das sind keine linken Nummern. Der gute Wasserkekshahn. Genau. So Kekskarten, Digga. Ich hab wenn jetzt irgendwelche Ereigniskarten kommen, liest du die denn vor? Nicht wirklich. Also. Okay. Also, ich sag kurz zu knapp, was das ist. So, die Frage ist: Möchtest du das kaufen oder sagst du nö? Ja, das nehmen wir mit.
So. Müssen wir uns jetzt einfach merken, was. Achso, okay. Oder doch, müssen wir uns merken, was wir haben, oder wird das irgendwie kennzeichnet? Das wird da jetzt kennzeichnet. Da an der Seite siehst du unter dem Zylinder, dass du da jetzt eine Karte hast. Ja, aber ich sehe nicht was. Naja. Mal sehen, was kriege ich denn? Ich werde es erst in 5 Sekunden wissen. Ja, möchtest du würfeln? Natürlich will ich würfeln. Okay. Hätte ja auch sein können, dass du jetzt schon handeln möchtest. So, später ist das auch so, dass ich dieses Laufen von den Personen natürlich vorskippe. So ist es nicht, ne? Du solltest es kaufen. Yeah. Das sind wir nicht diese dann zu Alter. Ja, deswegen, das sind alles Käsesorten. Ja, das. Das ist das Käsebrett. Aber was ist denn ein Wasserkekskahn? Ja, gib mir das Ding einfach. Das ist eine der Bahnhöfe. Vielleicht ist das irgendwie so. Ja, das muss ja auch eine Käsesorte sein dann. Ja, das kann vielleicht so eine Crackersorte sein, weil du ja Käse immer mit Crackern hast. Nicht immer. So. Wieso bin ich dran? Ich habe doch so als niedrigstes gewürfelt. Müsste ich denn eigentlich nicht als letztes drankommen sein? Das Spiel sagt, dass du jetzt dran bist. Okay, dann würfel. Also hat das komplett keinen Sinn ergeben. Das Würfeln hat wirklich überhaupt nichts gebracht. Was will ich, ein Keks? Wasserkekse gibt's wirklich. Vielleicht kaufen. In einer Auktion ja noch billiger. Rucke, Watt, Rusche. Der gute Alding sei ja auch die Cracker. Irgendein französischer Käse. Rougette. So, was will der Lord? Ich werde es zum ersten Mal Abgaben zahlen dürfen, also würfe ich. Also das heißt, dass du mich bezahlen willst. Nicht. Sondern das Ereignis fällt. Weißt ja schon mehr als ich. Er fährt jetzt bei mir los. Ja, das ist das Problem des Ganzen. So. Die Bank zahlt dir eine Dividende von 50. Oh ja! Glückwunsch, ich hätte lieber irgendwas zum Kaufen gehabt. Ja, du hast 50 Mark bekommen. So, Runde 2. Wenn man das als Mark statt Millionen liest. Würfeln bitte. Ich auch gleich. Ich warten. Diese Zylinder darfst du dir nicht kannst du von da aus auf die Karte zurück? Also, dass du mir das, die Overview zeigst quasi? Leider nicht. Ach Mann, wo soll ich da wissen, was ich... Naja. Ja, egal. Nehmen wir, oder? Weiter, 140 Mark. Das war noch zu DDR-Zeiten und zu Ostzeiten, wo man noch sich sowas kaufen konnte. 140 Mark. Ja, Herr Flobold hat ja gesagt, würfeln. Ja. Hallo. Ich hab schon die Latenz einberechnet und sag dir im Vorfeld, was ich tun will. Gut. Du kommst auf ein Feld, nämlich in Orange. Nice. Wird mitgenommen. Achte auf einen festen Zinssatz. Herr Flobold holt sich ja den leckeren Käse, Gorgonzola und Ricotta. Ich hab noch nie Ricotta gegessen. Zeig mal die Karte. Ja, würfeln. Ja, Mozzarella. Lecker. Der Mozzarella-Süchtling bekommt seine Mozzarella, ja. Ja, dann nimmst du dir doch bestimmt mit, oder? Natürlich. Was, du holst dir Mozzarella? Mozzarella. Auf dem Käsebrett holst du die einzige Wurst. Und danach kaufen wir unseren Salami. Was möchte der Lord machen? So, das letzte Mal war, also bis auf den Aspekt, dass Flobolds und immer sich immer fleißig die Farben teilen, ich gehe aufs nächste Ereignis, wenn ich hoffe. Will die Farben teilen? Der spielt doch gar nicht mit. Wer aber ja beide am Helfer, beide am Orange. Ja, das stimmt allerdings. Hey, yay, ich darf auch anzeigen. Ja! 10! Du hast gerade 50 bekommen, jetzt musst du 10 abgeben. Um mir das gerade vorzustellen, so reagierst du, wenn du irgendeine Rechnung im Briefkasten findest. Oh, ich darf Abgaben zahlen. Cool. Genau. Was möchtest du? Nur wenn sie an mich sind. Hä? Nee, was möchtest du? Würfeln oder handeln? Ich bin schon wieder dran. Mhm. Ja, also würfeln, ne? Ich möchte auch gleich würfeln. Passt! Ich find's gut, wenn du das jetzt jede Runde sagst. Das heißt, du darfst gleich nochmal würfeln. Achso, wo bin ich? Du bist hier gelandet.
Dieses Land kann dir gehören. Und? Ach, das ist einer von den Bahnhöfen, ne? Ja. Ja, mhm. Ja, habe ich ja schon einen. Also nehmen wir mit. Rotwein. Und lecker. Weil ich einen Pasch gewürfelt habe, darfst du nochmal. Du Glückspilz. Na dann. Die Frage ist, willst du würfeln? Ja, das ist jetzt eine schwere Entscheidung, aber ich würde sagen, ich gehe mit würfeln, ne? War das in diesem Spiel so, dass jeder Doppelwurf ein Pasch ist oder ja. Jeder weg? Ja. Der hat schon einen Doppelpasch. Man denkt bei Kriegst du noch Rammelbär? Rammelbär, ja, den nehmen wir mit, natürlich. Jetzt haben sie ja nochmal, Alter. Achtung, ja. Und damit ein neues Mal. Der Shadow geht an mich. Willst du nochmal würfeln? Ja, sicherlich. Oh. Man denkt ja, beim dritten Doppelpasch müsstest du eigentlich ins Gefängnis kommen. Ja, ja das aber das ist nicht der dritte. Yep. Und es ist der Raclette. Der Raclette. Unfassbar. Oh. So, wollen wir jetzt so viele aufmachen, ist die Frage. Immer knapper. Wie viel, also ja doch. Ja, machen wir, oder? So, Flobold wollte würfeln, hat er schon gesagt. Ja, weil jetzt. Ich bin immer noch hier bei dem Blümchen. Halt so mit. Ja, jetzt wie kannst du denn von. Kannst du denn von Killerblume zu Blümchen? Du kommst auf den Rotwein. Ich hab mich noch nicht festgelegt auf den Spitznamen. 50 rüber zur Blume. Tja. Oh, den Portwein. Das ist fürs Blümchen. Karte anzeigen. Ah, nee, warte, der Portwein, der hört ja schon jemanden. Ja, mir? Mein, das ist eine Blümchenkammer. Ich glaub's nicht. Du heißt doch heute Flauli. Punkt. Ereignisfeld. What? Und auf dem Ereignisfeld befindet sich. Mach einen Ausflug zum Wasserhahnkeks. Oder Wasserkekshahn. Ja, kannst du mir wieder. Okay. Stopp. Wir kriegen nicht mal das Geld, danke. Doch, kriegst du. Achso, doch. Ja. Das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann man aber nicht bei Los und man mehr Geld? Nein. Bei der Immun-Regel nicht. Achso. Ja. Also, was möchte der Lord machen? Abgaben zahlen. Alles klar. Dann let's go. Es ist Abgaben zahlen mit einer 11. Hat er nicht schon vorhin eine 11? Nein. Nee. Man möge kaum glauben, dass sich Zahlen wieder lohnen. Das zählt zu möchtest du das haben? Damit ich was habe, ja. Ja. Okay. Aber Glöschen. Okay, ich versuch's gar nicht erst. Runde 4! Hier sind Käsesorten, von denen hab ich noch nie gehört. Dann sind wir schon ja, Würfel, ne? Ich glaube auch nicht, dass die Bahnhöfe irgendwie. Was kann das ein, Alter? Hä, die cheatet. Die cheatet auf alle Fälle. Das Spiel ist so weiß und ich liebe es. Ja, nett. Gut. Und du kommst hier rauf. Oh Mann, was ich ja. An diesem Grundstück natürlich kommst du dann auf das halt eine Feld. Muss ich halt nicht nehmen, ne? Ja, muss ich. So, da du einen Pasch gewürfelt hast, darfst du nochmal würfeln. Du weißt, wie der Hase läuft im Boden. Okay, wir würfeln. Wir aber diesmal keinen. Wir gehen das schon mal vorweg. Das ist mein eigenes. Also ja. Ich besuche mich selber an der Stelle. Cool. Flobold! Bitte würfeln Sie jetzt. Kein Pasch. Aber dafür den Emmentaler. Emmentaler, bester Käse, wird genommen. Absolut, dann da hast du den. Hast du schon was von Gouda gehört, Flobold? Nee, von dem bin ich weg. Ich esse lieber Emmentaler. Mozzarella ist besser. Tilsiter ist cool, aber das hängt davon ab. Essrum oder Holzseher? Holzseher. Ja, der ist gut. Der Milchbauernhof. Ich find's auch geil, wie ihre Haken einfach jeweils das halbe M sind von Monopoly. Das irgendwie ihm aufgefallen ist. Ja, das ist tatsächlich die normale Währung, die da im Spiel ist. Ja, ich meine, wie ihre Hacken so aussehen. Also wenn du die zusammenpackst, dann hast du das M. Ja. Cool. Cool, dass das so viele Leute begeistert. Zu den Abgabenzahlen. Ja, ich lade dich mal ein ins Gefängnis, ne?
Ich sag, ich hab einen Segel und hab das nur angehandelt oder komm ins Gefängnis. Ich würde mal sagen, du hast die Geschwindigkeitsrichtlinien überschritten. Das wird in Deutschland sehr schwer geahndet. Ja. Mit bis zu 4 Jahren Haft in dem Fall hier.